Jesus. So, wer ist da? Que pasa, motherfucker. The Iron Man. Alles gut. Hier gibt's die nächste Lademahlzeit. Rework. Oh, scheiße, geil. Sieht gut aus, freust du dich? Ja, Mann. Ich habe mich aber auch dann vorher schon über den trockenen Reis gefreut, wieso? Ich habe gehört, du bist heute Morgen um 4 im Parker joggen gegangen. Ja. Finde ich geil. Er hat noch so Liegestütze gemacht wie Rocky. Hampelmänner Liegestütze. Bin wir diese Klippen hochgelaufen und oben haben wir hier den Flieger hast du auch eingepackt. Mats hat mir alles erzählt. Ja, ja. Geil. Feier ich. Gestern schon den ganzen Tag geschwitzt. Mega. Schlafen mit 3 Pullis und Jacken. Aber wenn ich mir eine freche Frage hier vor Kamera einrufen darf. Warum ist alles echt? Tust du dir das an? Genau. Wie ist das eigentlich hier? Warum erlaubst du dir oder warum tust du dir den Stress an, anstatt direkt Off-Season zu machen für Bodybuilding? Ich komme noch aus dem Bodybuilding. Ja, aber bleibst du jetzt in der. Also ich bin vielleicht nicht so ganz drin. Willst du jetzt in der Classic bleiben? Ja. Also ist nicht schlecht informiert. Ja, warum? Warum? Guck mal an YouTube, Mann. Warum? Ich bin 35. Und ja, ich will einfach die nächsten 10 Jahre den Sport noch machen, weil ich den Sport total liebe. Ich liebe das alles hier mit den beiden Chaoten hier rumzureisen. Mhm. Und ich bin Sportler und ich bin jemand, ich muss irgendwas machen, wo ich auch die Chance habe zu gewinnen. Und im Open Bodybuilding bin ich so... Glaubst du, ne? Da habe ich keine Chance, irgendwie mal was die nächsten 10 Jahre zu gewinnen. Plus, ich habe auch keine Lust, mich gesundheitlich jetzt noch zu kastrieren die letzten 10 Jahre. Mir geht's gut, ich bin bisher super durch den Sport durchgekommen. Mhm. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen detoxen in der Offseason, mein Leben genießen mit meiner Frau und dann richtig geile Wettkämpfe machen. Und eigentlich, wenn man sich jetzt ein bisschen placed und ein bisschen den Namen macht, sollte es so sein, dass ich überall eine Top 5 schaffe. Ich würde sagen, von den Posing-Skills bist du ja drin, aber dann kommt jetzt natürlich die allerwichtigste Look, Frage. Ne? Wie sieht's aus mit einer Haartransplantation? Hast du nicht hier ein paar Kontakte, die du mir geben kannst? Ich habe eine gemacht, ich würde sagen... Ach, hast du wirklich? Ja, ja. Das ist eine, die ist komplett neu, die Haarlinie hier. Und hinten habe ich auch zumachen lassen. Habe ich gesehen, Bob, ja. Deswegen, also ich kann es empfehlen. Das war erst vor 4 Monaten. Ich bin immer voll vor meinem drauf, weil bei allen siehst du das immer. Und ja, bei ihm? Es kommt drauf an, wo du hingehst. Ich war bei einer Klinik Dr. Serkan Aygün, da war auch Jürgen Klopp zum Beispiel, Marc Eggers und so. Ah. Und die machen halt nicht so eine gerade Haarlinie. Genau, das sieht so scheiße. Genau, sondern die machen eine relativ natürliche. Der kommt dann und zeichnet dir das hier ein, wie er findet, dass es am besten passt. Krass, das sieht echt richtig gut. Darf ich mal an? Ja. Das ist so echt auch so hinten rein, ne? Ja, das ist richtig echt halt, nicht so, guck mal hier, den. Ja, genau, weil das sieht wie der eine. Ich hab das bei allen immer gesehen. Wir hatten einen Athletenjunge, der kam und ich sag, Dicker, was ist das denn, Mann? Ja, das ist scheiße. Deswegen, also der wird dir hier einfach das Ganze recht natürlich, würde der das hier zuziehen. Und dann wachsen die ab da halt. Dann kann ich meinen Viking-Look noch mit einem fetten Zopf abschütten zum Schluss. Siehst du? Die Wikinger, hier ist der nächste Wikinger. Ja. Der Zopf bzw. der Knot kommt übrigens nicht von der... von den Dunkelfarben, sondern von Wikingern. Die haben das erfunden. Aha. Das heißt so, dementsprechend das Kulturelle kommt, kulturelle aus, dem, Enteignung hier kommt aus dem Nordischen. Deswegen heißt der Donnerstag zum Beispiel auch Donnerstag, weil er nach Thor benannt ist. Und Freitag wegen Freya, der Göttin der Liebe, heißt der Freitag. Jo! Aber dürfen wir jetzt altgermanische Mythologie ist genau, mal die Punkte bei mir nochmal. Altgermanische Mythologie ist mein Steckenpferd, weil ich danach lebe. Nee, voll gut. Boah, wow, nur ein bisschen Seitheben und ein bisschen Bizeps, Brustrücken. Ja, mehr nicht. Ja. Leute, ich darf mich jetzt nicht überfahren lassen. Aber wir haben eine kurze Pause gemacht, weil ich euch gestern, glaube ich, gesagt habe, ich muss euch mal die Landschaft zeigen. Die Landschaft hier ist wirklich unglaublich, Alter. So. Roland, du kleiner Fettsack. Ah, ich bin alt, komm mal nicht rüber. Ich dreh mal. Guckt euch das mal bitte an. Seht ihr diese wunderschöne Klappe? Roland, bitte. Thank you.
So, Leute, ich fange mich auch immer mit so an, so ein Scheiß. Es gab erstmal ein Malheur. Ist natürlich auch voll nicht meine Baustelle hier. Da liegt meine Hose. Da liegt ein Pullover und ein T-Shirt. Und das Ding hat mit der Klammer gehalten. Ja, wir haben jetzt umgeschwenkt auf Hundenapf. Schatzi hat mir meinen Napf fertig gemacht. Nussmus, Marmelade, ein paar Cerealien, Reisflocken. Und vorher habe ich gerade noch mal eine ordentliche Portion Subs genommen. Alles so, was für die Verdauung und Nährstoffaufnahme gut ist. Also es waren GDA 2 Stück. Enzyme Plus gab es noch mal. Es gab noch mal Kurkumin. Es gab noch mal Vitafuse mit Glutamin und Shield dazu als Getränk. Und Vitamin C habe ich mir noch mal 2 reingehauen. Ja, Vitamin C übrigens auch für eine bessere Insulinsensitivität und wirkt gleich diuretisch. Also gerade an den Ladetagen bzw. zum Wettkampf könnt ihr da ruhig mal 3-6 Gramm nehmen, das ist voll okay. Und jetzt gibt es hier die nächste Mahlzeit von unserem Balkon mit Meerblick. Ach, Leute, jetzt bin ich entspannt, Mann. Das war ein Akt heute. Das war echt anstrengend. Aber ihr schafft. Jawohl. Bin ich auch echt guter Dinge für Sonntag. Ich habe richtig Lust. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt gibt es erstmal nächste Mahlzeit. So, guten Morgen. Tag 2 aus Portugal. Ja, Tag 1 war am Anfang sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Die Anmeldung war wieder total lustig. Wir haben mit David Hoffmann, Stefan Kienzel, William Bollack dann noch allen gesessen, rumgequatscht danach. Wir haben noch einen Formcheck gemacht, wir waren noch kurz trainieren. Training war allerdings mega kacke, hätte ich auch auf meine Frau hören sollen und nicht trainieren. Ich merke tatsächlich die Strapazen vom Gewicht machen, bin doch nur ein Mensch. Essen tat sehr, sehr gut. Ich habe gestern hier auch auf dem Sofa zwischendurch noch 2-3 Mal gepennt. Gerade Formcheck gemacht für Max. Also habe mich selber noch nie so gesehen. Die Form ist echt super geil. Nochmal deutlich besser. Agulär. So, ungefähr so wie bei mir gestern vorm Essen. Keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Egal, sehr, sehr gut geschlafen. Leider nicht so schönes Wetter. Ich habe mich gestern auch ein bisschen über das Land schlau gemacht. Habe mir mal so ein paar Leute bei Insta, die ich kenne, dass die hier wohnen oder die hier gewohnt haben. Das liegt hier an diesem Atlantikstrom und das Wetter ist total wechselhaft. Jetzt ist gerade mega bewölkt. Das hatten wir aber auch gestern schon und auf einmal war wieder strahlender Sonnenschein. Das heißt, hoffen wir mal, dass es gleich nochmal ein bisschen schöner wird. Es gibt jetzt die erste Mahlzeit für heute. Ein paar Cerealien, etwas Obst, also ein paar Beeren, eine Banane. Dazu gibt es natürlich, da achten wir jetzt, also ich habe es gestern noch gepostet, eins der wichtigsten Sachen meines Erachtens an Supplemente, und ich erzähle euch da immer die Wahrheit und verkaufe euch jetzt hier keinen Müll oder irgendwelche Testosteron-Booster oder auch selbst wenn ihr einen Booster zum Training nehmen wollt, der Bloodstorm 2.0, der Shelter, die sind super geil, aber ich sag mal, das sind keine Sachen, wo ich sage, es ist ein Must-Have. Da sage ich auch meinen Coaching-Athleten, das steht da so in dem Supplement-Plan drin. Verdauung, Darmgesundheit, eins der absolut wichtigsten Sachen meines Erachtens in diesem Sport. Ein guter Darm und eine gute Verdauung. Ihr könnt nämlich auch nur das umsetzen an Muskulatur, was ihr auch aufnehmen könnt. Von daher gibt es jetzt hier Vitafuse, Shield, Glutamin. Das Kreatin ist gleich noch mit drin. Die Supplemente, ja, da ist eigentlich alles wie immer. Wir nehmen halt nur ein bisschen regelmäßiger noch die Enzyme Plus. Das Cut Plus ist mit drin, Invictus GDA, Vitamin C, Magnesium etc. etc. Aber auf jeden Fall achten wir darauf, dass wir bei den Lademengen viel für den Darm und für die Verdauung tun. Genau, ich lasse mir jetzt schmecken und dann gucken wir mal. Wir wollten eigentlich nochmal runter ans Meer, einen kleinen Spaziergang machen, auch sehr, sehr gut, wenn ihr viel essen müsst. Allgemein die Aktivität hochhalten, damit die Verdauung läuft, und dann noch einen Kaffee trinken. Ansonsten müssen wir mich
rasieren auf jeden Fall. Und ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Wird wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, weil wir heute nur laden und uns ausruhen. Aber wir nehmen euch trotzdem mit. Ja, sorry Leute, heute wird es tatsächlich langweilig. Ist auch scheiß Wetter. Gerade nieselt sogar ein bisschen draußen. Yeah. Ist ja alles nass hier vorne. Eigentlich wollten wir noch mal, ich drehe mal die Kamera, so ein bisschen nach unten an den Strand. Aber ich glaube, ich habe es gesagt, das Wetter ist hier eigentlich sehr wechselhaft. Vielleicht verzieht sich das auch. Dann könnten wir zumindest noch mal ein paar Steps machen. Ja, ne? Dann zeige ich euch jetzt einfach erstmal wieder, was es heute eigentlich fast den ganzen Tag gibt hier. Nächste Lademahlzeit, dazu wieder ein paar Verdauungssubs. Genau. Und eventuell kriegen wir ja nachher noch mal ein bisschen schöneres Wetter. Und dann können wir noch mal so ein bisschen Sightseeing machen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Ort hier genau? Colares. Colares? Ja, der ist der nächstgrößere, zumindest das nächstgrößere, was hier weiter hinten ist. Also wir sind ja wirklich, ihr seht es ja direkt am Meer. Super schöner Ort, super schicke, ich weiß nicht, wie man es nennt, mediterrane Villen. Kriegen wir sicherlich hin, das wollte ich noch mal ein bisschen was zeigen. Jetzt gibt es erstmal Futter. Then maybe you should turn your foot slightly to the rear. Yes. Okay, because you see at the moment, because you are like this and you are turning, I'm losing a little bit of the armstring, okay? And yeah. It looks like, from my point of view, it looks like we have massive quad and just a little bit of armstring. Yeah. If you are turning it like this, when you will turn, it will be equal, you know? Yeah, I know. A little more, if I go to the judges, a little like this. Yes. The front double biceps? Yeah, now front double biceps. Very good, yes. Like this is just perfect, yeah. You don't have to turn that much. Okay. Yeah, perfect. And armstrings are looking very sharp, so yeah, very good. Okay. I give it a little more flex. If I put my tooth like this. Yes, like this you have more flexion, you are curling the leg, so it's easier to contract the arm. So, nach dem Posing gibt's die nächste Mahlzeit. Gucken wir hier noch ein bisschen den Patrick Tour mit seinem SST-Training an. Und ja, ich habe jetzt gerade die zweite Stunde beim Kilian Ortega gehabt, mir extra nochmal eine für kurz vorm Wettkampf gelegt, um einfach nochmal alles durchzugehen und um so ein bisschen Sicherheit zu kriegen. Der macht das richtig gut. Ich werde da auf jeden Fall noch, wenn ich ein bisschen mehr Energie habe, auch mehr mit den Posen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken bei Instagram. Kilian Ortega, ich dachte, schütte mal, den soll den hier einblenden. Mega cooler Typ, absolut abgefahrener Posing Flow. Wirklich, habe ich auch schon zwei, drei von den Coaching-Klienten empfohlen. Und der Jeff war auch schon bei ihm zum Posen. Der macht das wirklich richtig, richtig gut. Nächste Lademahlzeit, dann müssen wir nochmal einmal zum Einkaufen. Und dann wird sich langsam angefangen zu rasieren. Genau, so sieht's aus. So, jetzt haben wir euch ein bisschen Landschaft gezeigt. Es sieht live irgendwie echt schön aus. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Die Landschaft ist mega geil. Sonne ist auch wieder ein bisschen da. Wir sind wieder im Einkaufsladen, aber ihr wartet jetzt schön im Auto. Und wir gehen fix einkaufen. Macht keinen Blödsinn, nichts anfassen, spielt nicht mit der Alarmanlage rum. Fenster bleiben zu, nicht essen, das macht nur Krümel. Bis gleich. Ja, brav. Siehst du, da sind wir schon wieder. Schönartig, warte. Vergessen Fenster runter zu machen, nicht dass es so warm war im Auto für die.
Ach Quatsch. Hoffe, das ging. Atem nehmen. Ja. Einkauf erledigt. Jetzt geht's zurück. Es wird rasiert. Ja. Erstmal mich und morgen auf der Bühne. So, nur mal ein kleiner Einkauf, also so viel war es gar nicht. Braucht noch mal ein bisschen Banane für morgen in die Lademahlzeiten und uns sind die Carbs ausgegangen. Also wir laden auf jeden Fall mit knapp über 3000 Gramm Carbs, ne? In den beiden Tagen. Karacho geladen diesmal. Fühle mich tatsächlich auch jetzt schon, wenn ich pose, viel besser. Also ich habe jetzt auch tatsächlich schon mehr geladen, wie komplett bis zum Wettkampf in Spanien. Also von daher bin zuversichtlich. Ab nach Hause, Leute. Guten Morgen, Leute. Ja, Vlog-Wettkampftag. Wir haben gestern das Ladeschema diesmal komplett so durchgezogen, wie wir es eigentlich zu Alicante geplant hatten. Müssten 3200 Gramm Carbs gewesen sein auf den zwei Tagen ungefähr. Eiweiß halt so tief, wie es ging. Fette waren am zweiten Tag ein bisschen mehr, was war auch nicht viel, 60, 70 Gramm geplant. 60 Gramm. Und ich werde es auf Instagram noch nicht posten, also ihr hört es exklusiv. Mein Gewicht heute Morgen waren 103 Kilo. Also, das gibt den vollsten und prallsten Classic Viking, den wir bisher hatten. Aber ich glaube, das ist genau das richtige Schema und ich denke, das wäre, ja, müsste voll gut passen. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich erstmal ganz, ganz komisch gefühlt, weil es halt ein ganz anderes Feeling war wie gestern. Ich bin mega voll, also nicht übervoll, ich sag mal aber so, ich spüre jetzt schon meine Muskeln sehr gut und ich sage ja meinen Athleten auch eigentlich immer, genauso sollte es sein, man muss am Wettkampftag geladen sein. Wenn man am Wettkampftag noch viel laden muss, dann war es ein bisschen zu wenig. Von daher, ich habe voll Bock, bin echt richtig motiviert. Max ist mega zufrieden, Schatzi klärt das immer, Schatzi schreibt immer mit Max, das ist für mich auch irgendwie deutlich entspannter. Gibt jetzt noch eine Lademahlzeit, 100 Gramm Reis, halbe Banane, ein bisschen Erdnussmus war mit drin. Machen gleich noch eine kleine Runde Steps für die Verdauung. Ich war eben schon einmal auf dem Klo, eventuell machen wir nochmal einen Einlauf, dass der Unterbauch ein bisschen flacher ist. Ist aber heute Morgen schon deutlich besser. Gestern war ich echt voll. Ich habe auch die letzte Mahlzeit, da waren noch 30, 40 Gramm Nudeln drin, die habe ich nicht mehr gegessen, war dann auch schon halb eins und da dachte ich mir, geh lieber schlafen. Ja, wir nehmen euch mit. Wir gucken mal, was wir heute wieder gefilmt kriegen. Ja, weil da braucht man so eigentlich eine Genehmigung. Genau, eigentlich kann man da halt nicht so filmen. Gucken wir, was ich machen kann. Ja. Also Leute, wir lassen es uns jetzt schmecken, müssten so in anderthalb Stunden müssten wir los zum Farbe machen, ist jetzt 9 Uhr, um 12 können die Classic Pros zum Tanning und so gegen 14 Uhr, ne? Ja, 14, 14.30 ist angesetzt. Wird es dann auf der Bühne rund gehen. Ja, ich habe mega Bock, ich bin auch mega gespannt, was das für ein Look wird, fühle mich echt richtig gut, hat bisher alles so 100% funktioniert und sehen uns an alle oder auf der Fahrt. Gucken mal. Ich hab Bock. Bis dann. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da. Wunderschön hier, oder? Sieht echt geisteskrank geil aus. Ich will jetzt mal gucken, wo wir reinkommen, wie alles läuft. Was ist das? Jetzt erzählst du das gleiche nochmal. Hab ich da schon. Oh. Glaube ich. Das ist voll stressig, Mann. Ich bin schon mit einem, Social Media Kanal überfordert. Achso, nein, das habe ich noch nicht gesagt. Wir sind jetzt erst gekommen. Wir sind auf jeden Fall angekommen backstage. Es ist total entspannt irgendwie hier. Keiner. Hat sich irgendwie keiner für irgendwas interessiert. Vorne die Bändchen gezeigt. Die Tanning-Frauen stehen da rum und sind voll entspannt. Ab 12 Uhr gibt es Tanning, also so eine Viertelstunde. Haben hier einen ganz kleinen Raum. Die Diana, der Robert, die liegen hier auch mit. Roland hat sich eingepinkelt, der hat auch noch ein bisschen gekostet. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Farbe machen, nehmen wir jetzt noch ein bisschen die Augen zu. Wenn guter Dinge hab Bock.
Boom! So, ja, man konnte ein bisschen weniger filmen. Wir sind zurück im Apartment. Ich habe gerade schon einmal, was ist hier für die Kamera natürlich mit hell und dunkel, hier die Badewanne genutzt und eine Runde gebadet, dass ich die Farbe wieder ein bisschen abkriege. Hat auch tatsächlich ganz gut geklappt. Finde das immer ganz angenehm, wenn man also nicht selbst tennt, sondern Tanning Service, dann ist das ja nicht so lange auf der Haut, zieht nicht so ein und geht immer wieder schnell runter. Ja, Platz 7 ist es geworden. Der verfluchte 7. Weh, das ist ein neuer Fluch, Alter. Ich bin mega happy. Form war super geil. Das war die Form meines Lebens, wirklich. Ihr habt es eh ja schon alle bei Instagram gesehen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, dass wir da nicht filmen konnten. Die waren da echt ein bisschen hinterher. Hat wie immer mega Spaß gemacht. War ein super geiler Wettkampf. Organisation war eigentlich auch super geil. Oh, warte mal, ich bin hier so ein. Ich geh mal rein. Ich glaube, die Sonne ist ein bisschen doof. Setz mich mal hier hin, Leute. Ja. Boah, kaputt. Abgekämpft, aber glücklich und zufrieden. So, ich stelle euch mal hier ab. Hab mir Feedback eingeholt. Es lag so ein bisschen, was hat er denn gesagt? Ja, die unteren Lats, also ich muss wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen am Posing arbeiten, dass ich einfach oben im Front-Line-Up und in der Doppel-Bizeps obenrum ein bisschen weiter wirke. Es ist halt sehr viel Muskulatur auf einen, ich sag mal, ich habe keinen kleinen Frame, aber durch die viele Muskulatur wirkt das halt schon alles ziemlich gedrungen. Also der Head Judge hat gesagt, Peak war perfekt, die Form war brutal. Präsentation, Ausstrahlung, alles super. Ein bisschen der Unterbauch in den seitlichen Transitions habe ich auf jeden Fall gesehen, also in den Line-Up-Posen. Da haben wir auch gestern nochmal eine Kleinigkeit gefixt. Ich sollte das vielleicht lassen. Ich sage das den Athleten auch immer. Ändert nichts mehr ein, zwei Tage vor dem Wettkampf. Ich sollte den Bauch so ein bisschen crunchen. Ich habe mit beim Üben habe ich eigentlich immer eine leichte Vakuum gezogen, damit ich da in der Mitte ein bisschen schmaler wirke. Das werde ich auf jeden Fall wieder zu Amsterdam ändern. Aber ist ja auch immer geil, dass man dann mal Feedback kriegt, wenn man Sachen ausprobiert. Ich muss die Front-Doppel-Bizeps. Allgemein hat der Head Judge gesagt, noch ein bisschen mehr klassisch posen. Gar nicht so in den Übergängen, sondern eher in den Posen, wenn die stehen. Ja, ansonsten, ich bin... Ja, enttäuscht bin ich nie. Es macht mir einfach unnormal viel Spaß, dieses Ganze. Das war wieder ein mega geiles Wochenende hier mit den Menschen, die ich liebe. Mit meiner Frau, die ich über alles liebe. Roland liebe ich. Das ist einfach alles... Macht mega Spaß, Leute. Ich bin so happy, dass ich das alles machen darf und auch, dass ihr das so supportet, unterstützt und möglich macht. Wir lieben dich auch. Ja, das müsst ihr auch. mich hält man nur aus, wenn man mich liebt. Ja, absolut. Ja, danke, Arschlöcher. Ja, geil, Leute. Mann, es macht Spaß. Ich habe Lust. Amsterdam wird nochmal ein harter Ritt. Ich habe tatsächlich schon ein Kilo verloren. Also ich stand mit 103 auf der Bühne, jetzt gerade eben waren es 102,1. Wir gehen gleich nochmal Fisch oder Fleisch essen, also keine Kohlenhydrate. Bin auch gut satt von den ganzen Kohlenhydraten. Und ja, macht Spaß. Ich bin happy. Hab natürlich voll viel Feedback gekriegt und auch der AJ Hey Roberts hat in seiner Berichterstattung gesagt, er hat mich auf jeden Fall in den Top 4, wenn nicht sogar Top 3 gesehen. Alles cool. Ich glaube, es fehlt mir auch einfach, es ist halt so, ich will das immer nicht über einen selber sagen, aber ich habe mir natürlich jetzt auch schon Sachen angeguckt. Es wirkt natürlich brutal da, wie jetzt zum Beispiel der Dritt- oder Viertplatzierte, aber es geht ja jetzt in der Classic nicht darum, halt brutal auszusehen. Von daher arbeiten wir dann nochmal, wie gesagt, ein bisschen am Posing. Ich freue mich mega auf die Reverse, dass ich mich dann da so ein bisschen auf die Schwachstellen konzentrieren kann. Auch mega coole Gespräche mit dem Stefan gehabt, schon am Freitag. Und auch am Freitag mit dem Patrick Thur. Auch heute nochmal mit dem Patrick Thur ganz, ganz viel geredet. Und dann nochmal so ein bisschen Input und ja, Anregungen geholt, wie man nochmal ein paar Sachen besser machen kann. Mit Max habe ich auch schon alles besprochen, er hat schon ein bisschen Feedback gekriegt. Auch nochmal herzlichen Dank an Max. Also die Betreuung war wirklich geil. Ich habe nicht ein einziges Mal mit ihm geschrieben, weil meine Frau macht das alles mit ihm. Das ist wirklich super. Also beste Frau der Welt, wisst ihr ja eh. Meine Frau schreibt immer mit Max.
ich bin wenig am Handy. Ich muss irgendwie so ein bisschen bei mir sein. Deswegen verzeiht mir dann auch immer so ein bisschen mein weniges Instagram. Von daher wird jetzt einfach ein bisschen mehr Laberei heute im Video, aber wenn ihr es nicht angucken wollt, dann macht es einfach weg. Das entspannt mich einfach. Meine Frau schreibt, macht ja eh die ganzen Mahlzeiten, die sagt dann, wie viel Salz, was ich machen soll. Mach das, mach hier, mach da. Max hat gesagt, du sollst jetzt das machen. Und das ist für mich einfach ein, ja, so funktioniert das mega geil im Team. Es nimmt mir den Stress, gibt mir die Ruhe. Max hat sich super krass gekümmert. Ich werde mit dem auch nochmal das, was der Patrick und der Stefan gesagt hat, nochmal mit dem ein bisschen durchsprechen. Finde ich auch immer mega wichtig, sich da auch nochmal so ein bisschen Informationen und Feedback zu holen von anderen Coaches. Auch mega lieb, die beiden. Also echt, es hat mich richtig gefreut. Auch der Matze Busse und der David Hoffmann. Also es macht gerade einfach Spaß, Leute. Man, vor 10 Jahren oder so oder vor 5. Da hat man so als Bodybuilder von sowas geträumt und heute sitzte, gestern kam der William Bonnack noch an den Tisch und ach Mann, ich bin einfach happy. Leute, ich liebe Bodybuilding, ich liebe euch. Und bevor mich Mike Cheesley jetzt hier fertig macht, weil ich so emotional werde, gehen wir jetzt gleich was futtern. Ich würde sagen, ich moderiere noch nicht ab. Nehmen wir die Leute noch mit zum Essen oder lassen wir die hier? Na, können wir machen. Ja, habt ihr Glück gehabt. Also wenn ihr euch benehmt beim Essen und nicht wieder so viel rumquatscht und da rumpöbelt, kommt dann mit, kommt zum Essen. Wir haben ja hier schon so ein bisschen erkundet. Hier unten auf der Ecke ist so ein mega cooles Steak- und Fischrestaurant. Auch gar keine Lust, mich jetzt hier noch irgendwie mit zu beschäftigen und zu googeln, was hier irgendwie mit Bewertung ist. Das sah lecker aus, da gehen wir gleich zu Fuß hin. Vielleicht trinken wir noch eine Flasche Wein. Ein bisschen Wein trinken kann man, oder? Bisschen Wein trinken geht klar, ne? Das überlegen wir uns noch mal. Komm schon, Mann, ich hab mich so abgemüht, ey. Gib mir ein bisschen Alkohol. Nicht Max verraten. Nicht Max verraten. So mit dem. Ja, ich weiß, du bist echt so mit dem. Der mag dich auch irgendwie lieber wie mich, ey. Psch, ich trinke mir auf jeden Fall noch ein kleines Gläschen Wein gleich rein. Das brauche ich zum Schlafen. Leute, wir gehen essen. Bis später. Macht euch schick, zieht euch was Schickes an und dann gehen wir gleich los. Die beiden vertrauen meinen Bundeswehrskills hier schon wieder nicht. Ich habe uns nämlich hier eine Abkürzung rausgesucht durch den Dschungel. Ich dachte, das ist ein Scherz. Nein. Du musst nur ein bisschen auf die Schlangen aufpassen, ansonsten ist der Weg total safe. Ja, okay. Und wo haben wir unser kleines Kind verloren? Es ist wieder abhanden gekommen. Da ist das. Folgt hier durch den Dschungel. Roland, bring die Machete. Ja, okay. Alles klar. Ui. So. Ja, Schatz, du hast uns super da durchgeführt. Ja. Fuck, das ist ganz schön kalt, ne? Ja, deswegen habe ich einen Pullover angezogen. Ich habe keine Klamotten mehr, ich habe alles vollgeschwitzt, Alter. Boah, und wir haben einfach keine Waschmaschine hier. Nee, also das Apartment war echt ein Reinfall, ey. Das sah im Internet so schön aus, war gut bewertet und dann war es doch so eine Ranzbude. Ja. Haben schon gesagt, das nächste Mal müssen wir mal gucken, wo wir vor 2 Jahren waren oder so, wenn wir hier nochmal herfliegen. Das war geil. Das war echt richtig gut. Das ist das verlorene Kind. Das war schon mit dem spektakulären Weg. Kleinen Sangria. Komm, wir stoßen an. Auf uns. Und auf euch. Prost. Und auf uns, Baby. Stimmt. Ja. War auch richtig gut. Sie ist verliebt, der geht mir fremd. Ja. Hört man das in der Kamera? Das ist mein neuer bester Freund. Der hat mir den leckersten Fisch gemacht, den ich je gegessen also, habe. Ohne Scheiß, der war wirklich geisteskrank gut. Also mal ohne Spaß, das war jetzt ein richtig schöner Abschluss. Wir hatten wirklich gar keine Carbs, eine leckere Fischsuppe. Ich glaube, Schatz, sie hat es ja auch gefilmt. Ich hab's gefilmt. Ich weiß leider nicht, weil ich mich so schlecht auskenne. Vielleicht kann es ja einer mal in die Kommentare schreiben, der es noch gesehen hat, was das alles für ein Fisch war. Also es war wirklich unglaublich lecker. Ich habe noch nie... Hummer, Garnelen, Oktopus war dabei. Thunfischfilet. Mhm. Seebrasse, das war die Seebrasse. Da wollte ich gerade sagen, das war ja schon. Also unglaublich, ich bin gar nicht so der Fischfan. Muscheln. Wenn einer eine gute Empfehlung will für Netflix, ist es, glaube ich, das heißt Feed Phil.
Und das hat uns so ein bisschen inspiriert, mal was anderes auszuprobieren. Normalerweise wäre so der Post-Workout, wenn man natürlich noch mal eine Show hat, so wie Back-to-Back, hätten wir jetzt ein Stück Filet oder ein T-Bone gegessen, also Protein und Fette. Von daher haben wir uns gedacht, wir probieren mal Fisch aus. Und wirklich überragend, unglaublich. Also die Muscheln waren perfekt, die Garnelen. Wir hatten Lobster, also so Hummer, Seebrasche. Es war wirklich geisteskrank lecker. Also es war wirklich unbedingt. Also das war falsch gesagt schon wieder. Ich hab's ja nicht so mit Namen. Brasche. Es gab leckere Brasche. Und Sangria übrigens. Ja, nee, richtig geiler Abschluss. War ein richtig wunderschönes Wochenende, ein wunderschöner Tag. Und ich würde sagen, ich moderiere auch ab. Was sollen wir noch? Rückflug kennt er. Wir waren zum Flughafen, fliegen nach Hause. Von daher, Leute. Wenn was Lustiges passiert, dann gibt es nochmal einen zweiten. Ja, wenn du eine zweite Abmoderation. Ein Director's Cut, genau. Bleibt dran, vielleicht gibt es noch einen Director's Cut. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Junge, das war ein Sangria. Vielleicht sollte man so dehydriert doch keinen Alkohol trinken. Schneid das raus, Max. Trink nochmal einen Schluck von dem. Alkoholfreier. Du musst ihn selber austrinken, ich hatte genug. Alkoholfreier. Ich muss wieder starten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid. Big Zone, Planet, Level Equipment und natürlich, ich glaube, da muss ich nicht verwerben, Massive. Ist ja nur Dom. Stimmt, da hat sich der Code geändert. Die 10 ist weg. Nur noch Dom bei Massive. Und liken, teilen. Doch, immer maximalen Rabatt. Liken, teilen, kommentieren. Die neue Tasche bei Massive ist rausgekommen. Das Ding feiere ich richtig, da bin ich ultra gespannt drauf. Ich habe mir auch direkt eine bestellt. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Vlog wahrscheinlich aus Amsterdam. Und dann, Leute, dann muss es eine Top 5. Jetzt haben sie mich doch alle schon so oft gesehen. Jetzt muss das passen. Also, ja, wir sind raus. Macht's gut. Ciao.